Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Andy Roll P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir irrlos durch diesen Wald hier geirrt und haben einen Geier getroffen und Baumstämme, auf die wir drauf springen können und Wildschweine, die gegen Bäume rennen und was weiß ich. Da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen viel zu tun, aber entweder können wir da noch nicht irgendwas machen oder ich bin zu blöd, um das zu begreifen. Deswegen gehen wir einfach weiter. Und zwar zum Mädchen oder Junge. Hallo, willst du uns bitte vorbeilassen? Nein. Hä, warum nicht? Warum willst du uns nicht vorbeilassen? Was ist denn los? Wenn du uns nicht sagst, wissen wir nicht, woran wir sind. Okay. Du willst uns doch wohl nicht wütend machen, Kind. Ja, aber das bringt's auf jeden Fall besser. Hört auf damit, er hat Angst. Was ist denn? Ist denn irgendetwas nicht in Ordnung? Möchtest du uns nicht erzählen, was los ist? Mami ist krank und ich brauche die Emirfrucht, die in diesem Wald wächst, um Mami zu heilen. Aber im Wald gibt es Monster. Okay, meine Frage von vorhin ist schon beantwortet. Okay, verstanden. Dann werden wir dir die Emirfrucht holen. Lässt du uns dann vorbei? Ihr würdet sie wirklich für mich holen? Zwergenregel 11. Lügen ist der erste Schritt zum Diebstahl. Ich lüge nicht, das ist mein Lotto. Was? Du meinst Motto, doof, Napp. Ach was, also wir holen dir die Frucht, du hattest hier. Okay. Und wo im Wald soll sie sein? Also, ich weiß nicht viel darüber. Nur, was? Und wie sollen wir sie dann finden? Mami. Mami sagt, wenn man in Schwierigkeiten ist, werden die Schmetterlinge des Waldes einen helfen. Man sagt, die Schmetterlinge dieses Waldes reagieren auf die Herzen der Lebewesen. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, sollten wir Ausschau nach den Schmetterlingen halten. Ich habe sogar schon ein paar gesehen, glaube ich. Okay, du wartest hier auf uns. Ja gut, dann gehen wir und suchen ein paar Schmetterlinge. Ich glaube, ganz am Anfang waren dort direkt welche. Emirfrucht. ひどいです。見損なったぞ。おいど、最低。あ、分かってるって。ただ、ちょっと思っただけだよ。ロイドくん、なんか扱いが俺様のようだね。え、待って。やっていけそうだよ。俺をそっちの世界に巻き込むな。 Halt mich aus deinem Universum raus. Den Spruch merke ich mir, der ist gut. Okay, dann suchen wir jetzt Schmetterlinge. Schmetterlinge. Und alle Monster sind hier schon ausgemerzt. Weil ich ja wie ein Berserker durchgerannt bin. Okay, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Schmetterlinge zum Zerschmettern. Hey, hier waren wir noch gar nicht. Felsbrocken blockiert den Fluss des Balls. Hey, na? War ja schon vorher hier? Waren gar nicht hier, leck mich. Ey. Nochmal. Was? Hier wollt nichts mehr passieren. Ja, super. Los, nochmal. Ja, von beiden Seiten, oder was? Bring dann das denn, hallo? Schwimmt der dann da raus, oder was? Ich weiß ja nicht. Ich muss mal von der anderen Seite gucken. Da waren wir noch gar nicht. Konnte ich das nur übersehen. Sie meinen Stein komischerweise nicht. War dahinter was? Das ist eine Truhe, hallo? Oder habe ich hier schon geöffnet? Muss ja, sonst wird da ja prüfen stehen. Ah! Dann irgendwo hier waren noch welche, oder? Was? Was? Dein ist der Steiner. Wie kommen wir da hin? Ich habe doch schon mal irgendwo Schmetterlinge gesehen. Der kann man nicht vorbei. Dann gehen wir da oben lang. Ist er nicht? Ich schwöre, ich habe Schmetterlinge gesehen. Langsam bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Ja. Ich weiß auch nicht, wie wir zu den Stein kommen sollen. Von da können wir zum Stein, aber. Dahin springen, hallo? Warum kann ich nicht von da aus dahin springen?
Du wirst doch wohl irgendwie so darüber springen können, hallo? Ah, meine Güte. So, immer noch Schmetterlinge suchen. Wo sind denn die? Ist auch nicht. Ich meine, ich habe doch schon mal welche gesehen. Aber wo? Ah, ich hasse das ja. Wir sind schon hier zum dritten Mal irgendwie am Durchrennen bei diesem verdammten Wald. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich machen muss. Hier. Was sollen diese ganzen Lotsblätter? Ich habe von nichts eine Ahnung hier wieder. Ich möchte nicht nochmal 20 Minuten hier rumhängen, und dass ich nichts erreicht habe. Die Schmetterlinge hier haben wir noch nicht, ne? So. Da spiel ich oder was? Ja. Oh. Okay. Ah. Schau mal da, eine Blume. Ich bin sicher, davon gibt es noch mehr. Ja, ich bin auch ganz doll sicher. Okay, dann wissen wir auch, hätte ich mal das Ding wieder angesprochen. Ja, aber ich dachte irgendwie, dieser Samen, den brauchen wir irgendwie für was ganz anderes und nicht hier in diesem Wald. Ja. So, was machst du jetzt? Oh. Ja. Da drüben wachsen auch blaue Blumen. Warum schauen wir uns die nicht mal an? Wo hat sie jetzt hingeguckt? Keine Ahnung. Da auch welche, da waren keine, ne? Guck mal weiter. Da. Da sind auch Schmetterlinge. Also einer. Schon mal eingesehen, das ist schon mal gut. So. Oh, das ist eine Truhe, geil. Bring die mir. Jawohl. Ausgezeichnet. Bring sie mir näher. Ja, und der Schmetterling ist jetzt weg. Erstmal abstauben. Was da drin ist. Na, gucken wir weiter. Und rechts muss dann irgendwo auch noch ein blauer Samen gesprossen sein. Hoffe ich jedenfalls. Nee. Komm her. Weißer Samen. Den pflanzen wir mal dort direkt ein. Okay, wir schaffen diesmal Sachen. Weil hätte ich auch schon schaffen können, bevor ich irgendwie weitergegangen wäre. Nein. Lass erst mal einpflanzen, ey, sonst. Ich kann Bock, ich habe keinen Bock nochmal, ja, dreimal durchzurennen. Also, weil das ist kompliziert hier. Von mir sind, kommen auch keine Monster oder irgendwie sowas, um irgendwie ein bisschen so abzulenken oder so. Nein, da ist auch wieder ein blauer, wo ich mir gleich. Den schnapp ich mir. Aber. Ja. Ist doch bestimmt irgendwann mit dem Ästen da, ne? Dirk und Tiere. Nani, Roido? Kata Sosara Ringu de asonderu no? Hm? Asonderu wage ja ne yo. Oto o dashite doubutsu o aizuru nante omoshirei yo na. Hana ga saite iru basho de shika dame mitai da kedo ne. Hana ga suki nano kamo na. Uchi no oyaji mo hana ga suki da kedo na. Ore wa kankei nai to omou kedo. So ka? Okay. Da müssen wir doch etwas mehr von der Hintergrundgeschichte mitbekommen von dir. Und jetzt sehe ich den weißen Samen nicht. Die weiße Blume meine ich natürlich, Rain. Danke. Aha. Diesmal ist eine weiße Blume auch gewachsen. Ich bin sicher, von denen gibt es weitere. Okay.
Wahrscheinlich kommen jetzt irgendwie so Affen, die uns durch die Gegend werfen. Da ist auch ein Schmetterling, sehe ich gerade. Nom, nom, nom. Ja. Okay, passt. Ein Falke oder keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Ah, da unten ist jetzt bestimmt der Stein, ne? Einfach so runtergetreten. Ah, ne, da, okay. Ich dachte, die Kiste wird da so runterfallen und den Stein so zersplittern. Das wäre episch gewesen. So. Trag mich hinauf. Alles klar. Nee. Ich finde, ich kann einen guten Falken nachmachen. Wer weiß, wie sich da wieder auf Aufnahme anhört. Hier war ich schon. Okay, dann gucken wir mal den restlichen Bereich ab. Jetzt müsste ich ja alles irgendwie machen können, was ich hier machen kann. Aber was hier wir zum Beispiel? Ist jetzt da hinten ein Fisch? Fisch ist jetzt da rechts. Ja, geh da nicht hin, da sind große Fische. Dieser Fisch, warum bewegt er sich wohl so? Was ich? Ich bin ein Zoologe. Hey, na? Da ist die Kiste und da ist noch ein Schmetterling. Und da ist noch so ein blaues Ding. Boah, ist halt so schön, wenn da keine Gegner sind, ne? Doch mal ein paar Gegner wegknüppeln möchte. Oh Gott, wo bringt er mich hin? Was? Nein, pass auf! Oh nein! Der Fisch, warum bewegt er sich wohl so? Wo soll ich denn das wissen, Mann? Du bist ja die Geologin. Du müsstest noch was von der Natur wissen. Dann gehen wir erstmal. Wie kann ich den dann weglocken? Da war doch auch irgendwas. So. Den Trommelwirbel. Bams. Ja, ich sehe schon. Ist das nicht eine E-Mail-Frucht? Dann. Wir kommen nicht an sie heran. Und im Wasser schwimmt ein gefährlicher aussehender Fisch. Diese kleinen Fische uns helfen können? Ja, aber der kommt ja auch nicht an dem vorbei. Warum kann Colette nicht einfach nach hinten fliegen, ganz ehrlich? Jetzt mal ohne Scherz, ey. Die kann auch fliegen. Warum kann sie nicht einfach da kurz hinfliegen, da drüber fliegen und ich glaube, die Schmetterlinge zeigen uns, was wir als nächstes immer aktivieren müssen, ne? Hey, na? Ah, und er frisst jetzt und der Fisch kann vorbei. Sind Fische wirklich so intelligent, dass die dann checken? Aber jetzt gerade am Fressen, der bemerkt mich nicht. Ja, ist gut. Ja, nein, Papier. Oh, bitte, hoffentlich bemerkt er mich nicht. Nom 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 nom. Ich war beinahe gestorben. Wo geht der damit hin? Okay, ist gut, das ist viel zu weit. Ja. Okay, zum Glück ist der ein richtiger Gourmet. Nom 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 nom. Sonst ja vollkommen ignoriert. So. What the heck? Ich komme immer noch dran. Warte mal, was bringt uns das? Nein! Alter. Auf das Ding hier durch den ganzen Wald zu jonglieren. Was ist denn jetzt? Da. Hey. So,
So, gib mir das. Also pronto. Boah, wer du tust jetzt halt. Boah. Bleib hier. Dieb. Kleptomane. Oh, leck mich. Na, warte, du Kleiner. Gib mir den. Nein. Warum wartet der da? Was zum Teufel? Okay, ich glaube, das muss ich bald irgendwie abtimen und ich habe es irgendwie gerade geschafft. Und er versinkt im Boden. Was? Hä? Wir sind ganz weg. Muss ich das jetzt nochmal machen? Das ist jetzt wieder da oben am Anfang. Leck mich. Ah. Habe ich dann falsch gemacht? Oh Mann. Muss ich den ganzen Dreck jetzt nochmal machen? Ich habe keinen Bock, den ganzen Part hier damit zu füllen. Guck mal nochmal, was noch auf der Seite. Alles überlegen. Jetzt muss der nach oben lang oder was? Oh. Hier ist er noch was. Was? Ach so, ja, stimmt. So. Ach, das sollte wahrscheinlich hier durch, ne? Aber der Stein im Weg ist, ging das nicht. Bums. Gott, die Tiere in diesem Wald haben voll Probleme. Der Felsbrocken ist zerschmettert. So, jetzt kann er wahrscheinlich ja durch, ne? Oh. Irgendwie muss ich mal Power Rangers denken, wenn ich einen Falken sehe. Wo ich ein riesiger Fan von gewesen bin damals. Ich habe den sogar noch als Spielzeug hier irgendwo rumliegen, den kann ich gerade sehen. Ja, da ist er. So, jetzt nochmal das Ganze. Boah, ich muss schon wieder die... Ich muss dafür sorgen, dass wieder hier eine Made runterfällt, ne? Erstmal habe ich ja Dinge da runtergeholt, ne? Ich dachte, jetzt muss ich ja nicht mehr hier zum Fressen bringen. Das bleibt schon wieder so, aber nein. Okay, irgendwann hat er jetzt gerade gesagt, ich habe es einfach so köpfrig weggedrückt. Verdammt. Ja, dann wird wahrscheinlich wieder der ganze Part hier nur der Wald zu sehen sein. Ups. Na, ein bisschen blöd, dann fangen wir ja im nächsten Part genau an wie in diesem Part und dem Part davor. Nein, iss mich nicht. Om nom nom. Was ist mit den Tieren denn los? Da, wo muss ich jetzt hin? Da. Sehr schön. Da. Jetzt lass das Ding bitte nicht schon wieder auffressen. Jetzt muss ich mir alles wieder angucken. Ey. Nein. So, ja, du schaffst es bis da ganz hinten hin. Nee, jetzt muss er gleich wieder da runter geschmissen werden. Dann nochmal nach links. Oh Mann. Ja. Wenigstens eine Belohnung dafür noch abwinken würde, anstatt hier so ein questbezogenes Rätsel. Das finde ich immer so ein bisschen blöd. Da tut meine Motivation immer so in den Keller sinken. Egal. Ja. So. Was ist denn nochmal? Boing, boing, boing. Entweder hilft mir die Natur oder sie ist immer vollkommen gegen mich.
Da die Frage ist jetzt mal, nicht dass er nach unten schwimmt oder nach oben, weil der Fisch, der muss ja weg sein, ne? Weil wenn ich das vermasse, muss ich dann schon wieder alles machen. Und darauf hätte ich gar keinen Bock. Ich denke mal, ich kann auch nicht speichern oder irgendwie sowas, ne? Der muss ja nach unten, weil was würde das denn bringen, wenn ich jetzt den Felsbrocken da weggemacht habe? Beobachten wir den, seine Bewegungsmuster erstmal ein bisschen. Oder auch nicht. Gehen wir einfach. So, ist jetzt doch richtig, oder? Jetzt wird er da angeschwemmt, ne? Wo gehst du hin? Boah, wer geht jetzt? Boah, er geht immer noch weiter. Verdammt! Zelos und Tiere, was? Ey. Das klang witzig. Mit, ich möchte das nochmal haben. Dieser Ding. Achso, hier, da. Zelos und Tiere. さっきのことで悩んでるの？大工事さんは絶対関係ないよ。うん、そんな気がしてきた。何何？悩み事なら俺様に任せてちょうだいよ。出たよ。じゃあ聞くぜ。ここの花と動物の関係を考えてたんだよ。うん、イージーな質問だね。動物も美しいものに惹かれるのさ。俺様のような。 Sehr gut. Da, da. Ach, da kommt näher oder was? So, gib mir das Ding bitte. Gib's mir. Du Bastard, bleib hier. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich dich Bastard genannt habe. Das hat aber gedacht. Ja, ne? Sie trifft den Nagel auf den Kopf. Okay. Aber egal, wir haben jetzt eine E-Mail-Frucht und das ist doch was. Mehr als Worte. それが自然でも歌でも心でも。 ああ、リーガル、詩人だね。私は、私の心は動いたのでしょうか。プレスヤ。私は自分の意思で考えているのでしょうか。さっきの言葉は、私が本当に思った言葉なんでしょうか。 考えるということ、それ自体は本人にしかわからん。プレスヤ、お前は。キレっつってもま、水だろ。うまいんだったらいいけどな。試しに飲んでみっか。おお、うめえじゃん。プレスヤちゃんも飲んでみろよ。はい。あ、美味しいです。だろ？じゃ、それでいいんじゃね。私の負けだな。 Ja, ich hab's auch verstanden. Ah, prüfen. Sehr gut. So, jetzt speichern. Und dann fangen wir im nächsten Part weiter mit der Story an. Weil eigentlich sollte das ja in diesem Part geschehen. Aber dann kam auf einmal Kind und dann E-Mail-Frucht und ja, Fisch. Dann hat eins zum anderen geführt. Okay, dann können wir aber in der nächsten Folge wirklich hier aus dem Wald raus und irgendwas anderes machen. Aber bis dahin sage ich erstmal, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.